So, guten Abend, Leute. Herzlich willkommen hier am Kruscht-Tisch vom Hillbilly. Nee, das ist hier keine Sauerei, weil ich zu voll war zum Aufräumen. Ich habe einfach mal einen Haufen Kruscht rausgekramt, weil ich hier eine Idee für ein Video bekommen habe. Von einer Antwort hier auf einem Video in unserem Kanal. Auf diesen 5-11 Pushpack von meiner Frau. Ich soll doch mal ein kurzes Video darüber machen, was da alles so reinpasst, so Männer, EDC technisch, dass man sich mal ein Bild machen kann von dem Volumen von so einer Umhängetasche von 5-11. Da gibt es also ein ähnliches Modell von Maxpedition, das hatte ich auch mal zuerst, aber das war aus so stabilem, dicken Material gemacht, das war absolut unelastisch und irgendwie total unangenehm und hart und rau zu tragen. Während es in dieses etwas dünnere Material bei 5-11, das Ding ist einfach viel elastischer und viel angenehmer zu tragen. Und dann hat sich meine Frau hier für diesen 5-11 Pushpack entschieden, den sie die meiste Zeit des Jahres als Handtasche trägt. Ne? Dementsprechend viel war da drin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel eine Frau in der Handtasche dabei hat. Da ist hier dieser ganze EDC-Krempel hier von den Männern ein Witz dagegen. Also da passt wirklich viel rein. Das hat nicht mehr aufgehört mit Ausräumen, wo ich zu ihr vorhin gesagt habe, Schatz, du musst mal deine Handtasche ausräumen. Ich brauche die von Video. Hat sie gemeint, ja, das geht länger. Ne? Ich kann schon mal vorbereiten und aufbauen. Es wird eine Weile dauern, bis sie die Tasche leer hat. Aber jetzt schauen wir doch einfach mal, was hier alles so reinpassen kann. Ich habe die verschiedensten Artikel mal hier rausgenommen. Ich habe mal hier oben schon mal, da sind ja so ein paar Molle-kompatible Schlaufen. Oh, das sieht man jetzt gerade. Machen wir die Kamera ein wenig hoch. Da sind ja so Molle-kompatible Schlaufen dran. Da habe ich zum Beispiel mal hier diese Taschenlampe-Tasche, kann man hier noch schön dran machen. Und hier oben ist dann der Gurt eigentlich erst. Und das hängt ja eigentlich so um. Und darum ist es schön senkrecht nach oben hängt es. Und das kann eigentlich auch nirgendwo hin, wenn es umhängt. Da passt dann zum Beispiel prima so eine mittelgroße Taschenlampe rein, betrieben mit 4 AAA von der Größe her. Ne? Ja, sowas kann man natürlich da oben reinstopfen. Hat also sogar griffbereit, sollte man im Dunkeln unterwegs sein, eine große Taschenlampe. Also ist natürlich gut, wenn man irgendwelche kleine Zusatztaschen dahin machen will. Dann gleich hier oben drauf auf dem Deckel ist ein Fach. In dem kann man natürlich dann auch gut größere Sachen unterbringen. Hier haben wir nochmal eine LED-Lenser, ähnliche Größe und Bauweise. Ne? Passt also auch hier so eine große Taschenlampe mit 4 AAA Batterien rein. Was passt hier noch rein in dieses Fach? Ich habe hier mal ein Pfefferspray in der Größe, ne? Auch so eine Faustvoll. Passt natürlich auch gut hier oben rein, was natürlich nicht schlecht ist. Es ist die oberste Tasche, die ist am schnellsten und einfachsten im Zugriff. Und da hätte man sofort griffbereit zum Beispiel ein dickes, größeres Pfefferspray zum Beispiel drin. Das passt da noch rein. Hier eins meiner großen Taschenmesser, ein Lone Star Hunter mit einer 4 Zoll Klinge. Also das ist schon recht lange. Sowas kann man zum Beispiel schön hier oben unterbringen. Passt von der Länge auch wunderbar hier rein. Was hätten wir noch langes, schmales für da oben drin? Stifte natürlich kein Problem. Ne? Eddings passen hier gut rein. Dann haben wir direkt hinten dran noch eine große Tasche, die über die ganze Rückseite der Länge geht. Für die Amis gibt es da drin dann schön an dem Klett hier drin solche Holster, wo die dann ihre Glock 19 drin haben, ne? Machen die jetzt mal nicht rein. Hier zum Beispiel einer dieser, was ist denn das zwischendrin? DIN A5 großen Transportkartons, wo man sowas verschicken kann. Ne? Da kommen oft Taschenmesser. So einer passt zum Beispiel hier noch hochkant rein und schaut oben aber ein bisschen raus, aber auf dem Weg zum Post, zur Post transportieren oder so. Obwohl, wenn man das noch ein bisschen stopft. Nee, das wird knapp mit dem Reißverschluss. Also da hat man ein gutes Bild vom Volumen dieser Tasche da hinten. Da kriegt man also gut Postsendungen oder sowas rein. Dann haben wir hier vorne noch gleich ein schmales Fach. Das ist vielleicht nicht schlecht für die Smartphone-Besitzer. Die brauchen ja auch immer irgendwo ein Fächchen. Hat man natürlich dann auch gleich vorne im Zugriff, ohne dass man die Tasche aufmachen muss, wenn das losbimmelt. Kommt man hier an sein Smartphone bzw.
für Leute mit so wirklich schnuckligen kleinen Handys. Die passen auch prima hier oben rein und hat man sofort den Zugriff. Also hervorragend. Hier gibt es noch eine kleine Tasche hier drin. Da ist aber natürlich die Gefahr, dass man hier so ein eingestecktes Handy verliert, weil ich weiß nicht, wieso die diese ganzen Stecktaschen, die überall sind, so kurz machen. Das wäre nicht gut. Wenn es noch ein bisschen tiefer wäre, könnte man hier wunderbar ein Taschenmesser reinklippen. Aber leider fehlen da 2 cm. Wäre ein guter Platz für ein Taschenmesser. Aber ich meine, das ist hier schon ein kleines, dieses K-Bar hier. Das ist schon nicht groß. Ich weiß nicht, die haben so viel Platz hier nach unten, dass sie die hier zunähen nach ein paar Zentimeter, verstehe ich nicht. Das wäre eine coole Tasche, noch ein paar Zentimeter tiefer hier für ein Taschenmesser. Oder ein kleines Handy, aber so ist natürlich die Gefahr, dass man es verliert, wenn es ein bisschen oben rausguckt. Aber da schon mal viel variable Taschen. Bauen wir mal hier die Seitenfächer noch an. Die kann man natürlich hier schön aufmachen. Dadurch, die haben hier noch so ein Netz auf der Seite, bekommen die einen wahnsinnigen Durchmesser. Ne? Also was hier wirklich reinpasst, ist sogar noch hier meine 360 Degree 1 Liter Flasche, die unten einen Durchmesser hat von, die hat einen Bodendurchmesser von 8 cm. Ein Bodendurchmesser von 8 cm und wenn man das aufmacht, passt die hier rein. Ist natürlich gut für Tagesausflug oder auch auf dem Weg zur Arbeit. Ne? Schön immer Liter Wasser dabei. Was nicht mehr reinpasst vom Durchmesser, ist zum Beispiel hier diese Nelchin mit dem angesetzten Totonka. Da ist fertig, da passt der Boden gerade noch rein, aber man bleibt an den Griffen hängen. Man könnte höchstens mal schauen, wenn wir den Becher abnehmen, ob wir dann die Flasche noch reingequetscht bekommen. Und tatsächlich, die Nelgin passt hier sogar noch rein. Es sieht sogar noch besser aus. Sie ist ja ein bisschen breiter, dafür ein bisschen niedriger. Also Literflaschen kein Problem. Und die hat jetzt sogar einen Bodendurchmesser von, schauen wir mal an, wo das ungefähr so hingeht, von 9 cm. Also so eine Everyday lässt sich hier tatsächlich noch unterbringen. Auf der anderen Seite ist es cool, haben wir das gleiche Spielchen nochmal. Da hat meine Frau zum Beispiel immer ihren Knirps-Regenschirm drin. Passt hier rein. Oder man sagt, okay, heute brauche ich aber wirklich verdammt viel Wasser. 2 1-Liter Flaschen, links und rechts, in der Mitte Proviant. Coole Sache. Cool ist natürlich aber halt die Nelgin mit dem Becher unten dran. Die passt hier natürlich in das Hauptfach rein, ne? Und man kann es sogar zumachen. Die verschwindet komplett hier drin. Dann nehmen wir den Multitopf mit der kleinen Gasflasche drin. Gut, habe ich jetzt gerade draußen, aber wird ja da drin verschwinden, braucht nicht zusätzlich Platz. Passt nebendran rein. Dann haben wir hier noch unseren klitzekleinen MSR-Gaskocher. Den stopfe ich hier auf der Seite rein und mache sogar den Reißverschluss zu. Und oben den Klett. Dann geht hier nichts verloren. Und dann hast du hier die ganze Outdoor-Küche mit drin, samt Wasser. Mit Verpflegung wird es dann ein bisschen knapp. Ne? Man könnte dann auf der Seite noch ein bisschen was reinstopfen. Oder hinten, wenn man auf Tütensuppen oder sowas steht, hier noch ein paar Tütensuppen rein. Man hat Wasser dabei, man hat seinen Becher dabei, man hat seinen Gaskocher sogar dabei. Dann hat man hier sogar noch Platz für eine weitere Flasche. Hier hinten ein paar Tütensuppen rein. Oder ne, was auch immer. Also ist wirklich ein ganz schönes Stauwunder. Selbst hier die fette Nelgin mit Tatonka-Becher passt hier rein. Der winzige Gaskocher verschwindet natürlich überall. Geldbeutel kriegt man natürlich auch prima unter. Einen großen wird hier nicht mehr ganz reinpassen, ne? Das wird zu knapp. Den kann man natürlich sicher zum Beispiel hier hinten eng am Körper verstauen. Da kommt dann keiner dran und man kommt selber schnell hin, ohne die Tasche aufmachen zu müssen. Man hat aber hier noch ein Klettfach. Passt zum Beispiel ein Geldbeutel rein. Oder man hat hier innen noch so Netze, Stauraum hier hinten. Ja. Oder hier vorne nochmal das gleiche ohne Netz. Machen wir mal die Lampen hier weg. Da auch wieder das komische Phänomen, hier hinten machen die sich schon die Mühe und nähen noch so ein Täschchen rein und für Stifte, aber
Wieso zum Geier machen die so kurz, ne? Nicht tief genug. Ich meine, man kriegt den Deckel drüber, aber hier ist eigentlich die Naht vom Deckel und das ist noch 2 cm drüber. Ich verstehe nicht, wie man diese Naht, diese Taschen so nicht tief genug macht, dass wenigstens ein ganzer Kugelschreiber reinpasst. Also ist ein bisschen komisch. Hier diese Seitentasche hier auch. Da passt nicht mal dieses Mini-Handy von der Höhe rein. Ich kann es quer reinquetschen, dann geht es nicht verloren. Also da passt gerade eine Visitenkarte rein. Aber ich meine, ich habe nach unten doch den Platz. Wieso mache ich da nicht einfach die doppelte Tiefe nach unten? Genauso wie bei den Kugelschreibern. Wieso mache ich die nicht 2 cm länger, dass ein ganzer Kugelschreiber reinpasst? Wie diese Tasche hier oben. Eigentlich ein super gutes Fach, aber nicht tief genug. Das wäre nachbesserungswürdig an dieser Tasche, diese Taschen tiefer zu machen. Aber was passt hier noch rein in das Hauptfach? Mein vollgestopfter Maxpedition Fatty. Natürlich, hier ist ja schon mal das ganze Spielzeug drin. Ne? So was verschwindet da drin natürlich locker und man hat nebendran noch Platz für seine Tagesdosis Wasser oder 3-4 Äpfel und man hat das Wasser hier und man ist ja nicht den ganzen Tag gerüstet. Ja, also genug Möglichkeiten hat man da, sein Tagesset zu gestalten. Verschwindet sogar schön ganz, eine tolle Flasche. Passt wunderbar hier rein. Was passt noch rein? Hier, ich habe mal noch eine weitere Maxpedition-Tasche, in der meine Digicam ist. Ist ja auch ein recht großer Klotz, ne? Verschwindet ebenfalls hier drin. Haben immer noch Platz vom Volumen. Ja. Eine Wasserflasche sogar innen. Das geht sogar noch größer. Ich habe noch so eine Samsonite-Tasche. In der eine ganze Spiegelreflex liegt. Na, das Teil verschwindet hier abschließend in diesem Rush 511 Pushpack. Also keine schlechte Tasche, ein wirkliches Stauwunder. Hier habe ich mal meinen Poncho, wer die Dinger kennt, ne? Das ist eine riesige Jacke da eingequetscht. Im Notfall kann man so als Tarp verwenden, ne? Kein Problem, passt hier rein. Plus Nelgin mit Totonka-Becher dran. Bingo. Kann man den, okay, man braucht ja noch die Gasflasche, okay, die würde hier drauf noch passen vielleicht, oder? Die könnte man die schmalen sogar noch hier vorne reinmachen, den Kocher mit dazu auf der Seite. Eine wirklich umfangreiches Stauwunder. Was haben wir noch nicht da reingemacht? Ja, genau, hier noch ein Messer. Muss man natürlich auch immer bei haben, ne? Wenn man das außen hin macht für den schnellen Zugriff auf der Seite. Ist natürlich gut. Macht man hier rein. Kreisverschlüsse beide zu. Da es ja jetzt eine Ledersteckscheide ist, und hier oben noch das Messerchen rausgucken im Lanyard, kann man natürlich wunderbar das Messer ziehen und die Ledersteckscheide bleibt da oben hängen. Und man kann es wieder reinmachen. Also, wenn man es hier auf der linken Seite vom Körper trägt, hat man hier vorne schön griffbereit sein großes Fixblade. Ne? Einmal hier dran ziehen. Und dann hat das Messer in der Hand. Sehr schön. Jo, Messer mal hier vorne rein. Hier oben, was brauchen wir? Natürlich noch ein Taschenmesser oben rein. Hinten unser Pocket Rocket, ist klar, ne? Also. Pocket Rocket, super klein, der verschwindet ja hier regelrecht, innen rein, klar,
unser Wasser samt Kochtopf, Notbehelf. Den Topf würde ich in dem Fall eigentlich da lassen, wenn man einen Tatonka-Becher drauf hat. Hier würde man zum Beispiel jetzt noch die Gasflasche, die kleine Gaskartusche reinmachen können. Hier oben dann, wenn man noch später dann nachts draußen unterwegs ist, nehmen wir noch eine Taschenlampe mit. Hier haben wir dann noch ein Fach frei. Okay, für den Notfall nimmt man sein Handy mit. Heutzutage mit GPS und Kartenmaterial drauf und Navi und weiß der Geier was. Den Geldbeutel nehmen wir sicherheitshalber auch mal mit. Da hinten ist dann noch Platz, da kann man uns vorstellen, da stopft man sich noch ein paar Tütensuppen rein oder die Erbswurst, wo die Leute gern draußen mögen. So, was nehmen wir noch mit? Ein zweites Taschenmesser ist überflüssig. Vom EDC natürlich, da würde man dann vielleicht nicht alles mehr mitnehmen können. Das wird nicht mehr reinpassen. Kann man sich vorstellen, dass da schon die Gasflasche drin ist. Aber was nimmt man zum Beispiel mit? Den Fire Stick würde man natürlich sicherheitshalber noch mitnehmen. Dafür ist immer noch Platz. Und zum Essen dann noch ein Titansporg. Das Messer zum Essen hat man dann schon hier drin. Dann machen wir hier noch den Spork dazu rein. Ja, wenn er passt. Der ist natürlich ein bisschen komisch geformt. Ne? Ja, ja, doch, er passt. Ist ein bisschen ein Gefrieren, aber es geht. So. Kamera brauchen wir nicht. Taschenlampe haben wir. Wir haben 1 Liter Wasser, unser Kochtopf. Hier stellen wir uns die Gasflasche noch drin vor, die Kartusche. Da wäre mit Sicherheit noch ein bisschen Platz, da die Kompakte nicht ganz so groß ist. Jo, Taschenlampe, Messer, Gaskocher, Gasflasche, Wasser, Becher, Feuerstarter, Taschenmesser, Spork, Handy, Geldbeutel. Und hier hinten stopft man sich noch ein bisschen was zum Futtern rein. So ein paar Kaffee. Tütchen passen da immer rein oder eine Packung Hartkekse und noch ein paar Tütensuppen. Ne? Und schon hat man, selbst für einen Tag im Wald, kann man diese Tasche sogar verwenden. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ganz kurz, ich glaube, nee, so kurz ist das Video gar nicht mehr. Mal ganz lang gezeigt, was da alles so reinpasst und was man da so dran machen kann. Ne? Hier könnte man zum Beispiel ein Messer so dranhängen. Ne? Ganz nett. Und ich finde, diese Tasche ist echt nicht schlecht. So teuer ist sie nicht mal. Den genauen Preis habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass sie günstiger war wie die Maxpedition. Ich glaube, ich habe was die Hälfte, habe ich dafür bezahlt. Jo, und da kriegt man ganz schön was geladen. Und sage ich mal so, für auf die Arbeit. Tagesausflug oder selbst mal in den Wald, da passt was rein. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Danke für die Anregung zu dem Video. Wer wieder mal sowas hat, darf mir gern schreiben. Warum denn nicht, wenn ich das Zeug hier rumliegen habe, probiere ich doch gern mal neue Kombinationsmöglichkeiten aus. Das war die 5-11 Pushpack Umhängetasche in Schwarz mit 2 coolen großen variablen Seitenfächern und einem doch geräumigen großen Stauraumfach und noch ein paar kleine Zusatztaschen, die ganz klein dürften, aber leider noch ein bisschen tiefer sein. Dann wäre es wirklich cool, dass man dann auch wirklich hier so ein paar Utensilien besser verstauen könnte. Also. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, haltet eure Ausrüstung stets griffbereit. Wir sehen uns wieder bei YouTube. Ciao.